Heute stellen wir euch unsere Gourmet-Safari-Doxbox vor. Das ist unsere Doxbox, die wir jetzt im August versendet haben. Unsere Doxboxen haben ja immer ein Motto und nach diesem Motto richtet sich dann auch der Inhalt der Box. Und was gehört zur Gourmet-Safari? Natürlich wilde Tiere, quer auf dem Kontinent eingesammelt. So haben wir beispielsweise ein Lemurenäffchen. Stretchy Fetch nennt sich das. Man kann also quasi hier dieses Teil nach außen ziehen, hat einen Quietscher hier oben drin und ist super witzig zum Spielen für die Hunde. Ihr hattet also entweder das Lemurenäffchen oder das Stinktier drin, je nachdem, ob ihr die S-Box oder die L-Box hattet. Dann hat uns ein wilder Dotti überfallen. Mit Dotti spielen die Hunde ja immer total gern. Da schmeißen sie manchmal fast jedes andere Spielzeug weg. Da war natürlich auch einer dabei. Leckereien vom Büffel. Es sind kleine Snacks mit Fleisch und Kartoffeln. Kamelfleischstreifen. Reine Fleischstreifen vom Kamel. Waui Miaui hat uns extra einen Elefanten kreiert. Am Pop natürlich. Das heißt, der komplette Pop kann vom Hund verzehrt werden, inklusive dem Stängelchen. Von der Firma Icepaw, die hier oben an der Nordsee sitzt, haben wir Rotbarschhaut. Ist ein bisschen härter zum Kauen, schmeckt den Hunden aber ganz gut. Das sind so Taler. Und natürlich haben wir auf unserem Weg auch die Bergziege gefunden und es gibt ein Ziegenohr zum Kauen. Sind wie immer 7 Produkte. In unserer Box habt ihr immer 7 Produkte drin und alle unterschiedlich und wie immer kein Hundefutter, sondern nur Spielzeug, Zubehör oder Snacks. Und die Box, die August-Box, hatte einen Wert von 36,65 Euro inklusive Versand und ihr habt bezahlt 23,99 Euro inklusive Versand ohne Abo. Im Abo wart ihr natürlich noch günstiger. Wenn ihr die Box mit Zusatzspielzeug gewählt habt, dann gab es zusätzlich noch für die kleinen Hunde eine Wildgans mit echter Stimme und für die großen Hunde ein Streifenhörnchen. Dann hatte die Box einen Wert von 46,54 und bezahlt habt ihr 28,99. Die September-Box, die ist ja, wenn das Video ausgestrahlt wird, schon auf dem Weg oder zumindest gerade in den Versandvorbereitungen. Deswegen, wenn ihr eine Doxbox haben wollt, bestellt doch am besten die Halloween-Box, unsere äußerst beliebte und jährlich erscheinende Box im Oktober. Die wird es auch dieses Jahr wieder geben und ihr könnt die unter www.doxbox.de bestellen. Dox wie immer mit Z statt mit S. Und ansonsten, wenn ihr sehen wollt, was wir versenden, wie unsere Mottos sind, wenn ihr mal eine Box bestellen wollt. Ab September gibt es übrigens auch die Weihnachtsbox zum Vorzugspreis. Könnt ihr euch auch unter anderem in unseren Newsletter eintragen und den Eintragedaten findet ihr auf Facebook und bekommt dann immer alle Infos, die wichtig sind. Wo wir uns gerade befinden, was es für Boxen gibt und so weiter. Übrigens haben wir auch unsere Playlist hier eingefügt mit allen Unboxing-Videos zur Doxbox. Vielen Dank nochmal an die fleißigen YouTuber, die immer wieder unsere Boxen testen und dann auch bewerten. Wir freuen uns immer riesig darüber und hier könnt ihr in der Playlist nochmal sehen, wer das alles gemacht hat und was so in den vergangenen Boxen drin war. Und ihr findet natürlich auch raus, wie das bei den Hunden und den Frauchen und Herrchen so ankam. Man kann halt die Vitaldaten anlegen für Hund, Katze oder Pferd. Und ein ganz nettes Nebenprodukt, was diese App hat, ist die